historisch in Hamburg und Berlin und so weiter. Und in Bogota. Ja, Spaß. Ist mal wieder Blog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute haben wir mal schöne toxische Beziehung. Ich weiß nicht, weit ich komme. Ich muss gleich zum Zahnarzt. Vielleicht geht es gleich genuschelt weiter. Muss mal sehen. Wir können gerade noch so einsteigen in den Adventskalender, bevor wir den wieder runternehmen. Gibt ja zwei, den klassischen und den neuen, der geht bis Silvester geht. Und dann geht ja auch über Weihnachten die Manifestations-Challenge wieder los. Und es gibt schöne neue Meditationen, ja, liebe Schipp-Lutz-Geschichte. So. So, was haben wir denn hier? Hallo, Christian. Hier ist der Tom Novkov. Hier ist meine Geschichte. Also vor ungefähr 10 Jahren lernte ich eine Frau kennen. Ja, wir tanzten. Ich sagte ihr, sie sieht unglücklich aus. Da könnte man jetzt gleich schon denken, kommt so ein Retterthema jetzt wieder? Ich glaube ja, ist eigentlich fast immer bei Männern in toxischen Beziehungen, dass sie so ein Retterthema haben. Zumindest wenn sie im Pluspol sind. Ja, da würde ich mal unbedingt gucken an deiner Stelle, ob du da immer Frauen retten willst, weil vielleicht Mami schon irgendwas war und oder Papi. Das ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass das ein Liebeschip ist. Da musst du unbedingt dran arbeiten. Ne? Der Abend war ganz okay. Sie suchte mich 1,5 Jahre im Internet, bis sie mich fand. Ja, ich kann mir mal sagen, Vorsicht bei Frauen, die so das machen, was man eigentlich denkt, was Männer machen. Jetzt kann natürlich wieder alle Frauen sagen, ja, aber das kann eine Frau doch auch machen. Macht, was ihr wollt. Ich kann nur sagen, Vorsicht, wenn überhaupt Menschen, Männer eigentlich auch, aber bei Frauen finde ich es fast noch günstiger, so super lange hinter einem her sind. Weil sie kennt dich gar nicht. Da ist sie schon voll im Fantasiemodus so. Ne? Danach hatten wir 6 Jahre ein Verhältnis. Sie war damals in einer Beziehung. Ich war damals auch in einer Beziehung und. Ach. Gut. Wundervoll, und schon geht's los! Und ihr zählt alle mit! Eins, zwei, drei! Ich muss das hier einfach mal einblenden, das ist lieb gemeint. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Keine Dreiecke, auch keine Vierecke, auch keine Fünfecke, auch keine Sechsecke. Okay, sie trennte sich dann vor ein paar Jahren von ihrem Partner und ich verließ meine Freundin. Ich habe mich aber anschließend mit meiner Ex-Freundin komplett ausgesprochen und ihr alles gebeichtet. Das finde ich richtig gut. Ja, wir bauen alle Scheiße. Ja, wir sind Menschen. Und dann, ja, muss man auch irgendwann mal Verantwortung übernehmen. Ne? Wir haben uns wieder vertragen und respektieren uns und achten uns. Gut, trotzdem muss man jetzt überlegen, hast du nicht auch ein Thema mit passiver Bindungsangst oder suchst du nicht auch das Drama? Suchst du auch, kannst du mit einer verfügbaren Frau überhaupt in einer Beziehung sein? Das muss nicht eigentlich immer Leute, die immer mit irgendwelchen Verstrickungen sind und Verwicklungen. Es ist nicht einfach nur Pech, das ist auch, das hat es mit einem selber zu tun, ne? Will man überhaupt? Also, keiner von euch zwingt euch, in einer normalen Beziehung zu sein. Will man überhaupt in einer normalen Beziehung sein? Will man in einer offenen Beziehung sein? Will man einfach rumvögeln? Ja. Da muss man mal ins Spiegel gucken, muss man überlegen, was man wirklich will. Gerade wenn man immer nicht verfügbaren Menschen zu tun hat. So, ne? Als sie sich getrennt hat, ging alles los. Wir verbrachten dann noch ein Fest bei uns. Dann gab ich ihr ein paar tausend Euro für eine Sache, die sie sich anschaffen wollte. Ja, ist das jetzt geschenkt oder ist es geliehen? Wenn es geliehen ist, hast du einen Vertrag drüber? Ich habe das früher auch alles immer für läppisch gehalten. Aber Gott, die Welt ist teilweise echt schlimm. Man muss wirklich alles schriftlich machen und auch mit Partnern, weil vor allem, wenn man sich noch nicht so richtig kennt, weil du denkst vielleicht, du kennst sie, aber du kennst sie nur als Affäre. Und viele
Daueraffären fallen auseinander, sobald sie zur Hauptbeziehung werden. Es ist bitter, das kann man immer nicht verstehen, aber viele Affären fliegen komplett auseinander, sobald sie keine Affäre mehr sind, weil die ganzen Parameter nicht mehr stimmen, die Anziehungspunkte einfach nicht mehr stimmen. Es gibt neue Anziehungspunkte. Das ist nicht so wie im Fernsehen, dass sich in so einem Film Leute jahrelang dann in so einem Film jahrelang anschmachten und dann sind endlich die Partner weg und man kommt zusammen und ist happy ever after. Nein, so läuft es nicht. So läuft es nicht. Ne? Hast du dir auch noch irgendwas gekauft? Ja, es ist immer die Frage, ist es denn in Liebe gegeben? Dann ist es einem auch egal, was damit passiert. Oder hast du es ihr geliehen? Dann ist die Frage, also jetzt für die Zukunft, klar, solltest in Zukunft das dann auch dokumentieren. Wie auch immer. Danach wurde es skurril. Ihr Telefon war dauernd aus, nicht mehr erreichbar. Ja, es kommt wieder so eine total krasse rote Flaggenparade. Das kann man einfach vergessen. Ich meine, wir gehen das jetzt mal durch. Ist ja auch, ihr mögt ja auch immer diese langen E-Mails. Wir gehen das jetzt mal durch, aber es ist einfach ab jetzt konsequent immer der gleiche Scheiß, so, ne? Ja, jetzt nicht ans Telefon gehen, klar, muss man wieder für die Zukunft Standards und Dealbreaker-Liste machen, Modul 1. Steht das auf meiner, also auf meiner Dealbreaker-Liste wird es definitiv stehen, wenn eine Frau nicht ans Telefon geht, hätte ich überhaupt keinen Bock zu, egal aus welchem Grund, hatte ich ja neulich schon gesagt, wer Kanarienvogel schnupfen hat, das wäre mir einfach egal. Das wäre mir völlig egal, hätte ich keinen Bock drauf. So. Später kam raus, die hatte zwei Telefonnummern. Ja, warum? Warum? Weil sie vermutlich, es gibt, also gerade im Minuspol ist ja auch diese Liebessucht und da reicht ein Mensch, reicht einfach nicht. Die müssen mit mehreren zusammen sein, so, ne? Es ist einfach nicht genug Thrill, es ist nicht genug Bestätigung, es reicht einfach nicht, ne? Und wenn jemand schon zwei Telefonnummern hat, warum? Also, das kann schlecht was Gutes sein, ne? Ich schicke dir zum Valentinstag Geschenke, es kam kein Dankeschön. Ja, wieder gucke ich auf meine Liste. Ah, alles klar, Dealbreaker, ciao. Das ist, wo man hinkommen muss, zu dieser Härte, dieser Kühle, dass man einfach gehen kann, ne, wenn man verarscht wird. Ne? Dann fuhr ich einmal in ihre Richtung, also sie kommt schon mal aus verschiedenen Städten, musste mir mal anschauen, was los war. Und da war ein anderer Mann in ihrer Wohnung. Ja, es ist eigentlich vorprogrammiert, ne? Also natürlich will sie mit dir nichts zu tun haben hier mehr, ne? Weil sie jetzt wieder eine andere Bestätigung hat, ne? Ja, ist bitter, aber die Welt ist nicht nur gut, ne? Also zumindest nicht so, wenn man es aus unserer Sicht hier sieht, so. Das ist so hören sich, macht das anders aussehen, aber naja. War alles Verarschung. Ob die Frage, ob sie einen neuen hat, verneinte sie das. Nein, hier ist kein Mann. Das sieht nur aus, das ist eigentlich eine Frau mit einem Bart und wir waren auch nicht hier zusammen. Wir machen schön auch nur Halma und gucken irgendwie Friends im TV. Ja. Beim dritten Mal kann man ja. Ich wollte mein Geld zurück. Und da gab es noch irgendwie einen Urlaub, der storniert wurde. Anschließend wurden nur Versprechungen gemacht. Ja, das nenne ich ja mal Future Faking. Es tut ihr leid, sie kann mir das nicht geben, was ich brauche. Sie braucht Zeit. Ja, das gut, das müsste dann mal, wenn ich das dann irgendwann mal, ich glaube, als Video werde ich es nicht machen, aber wenn ich das mal mache, auf die Übersetzungsliste. Ja, ich brauche, wenn eine Frau sagt, ich brauche Zeit, könnt ihr sofort iPhone aufmachen, Nummer aufrufen, löschen, alle Fotos irgendwie löschen oder versteckten Ordner. Ihr braucht da nicht weitermachen. Wenn eine Frau sagt, sie braucht Zeit, das ist wie, das war's. Also zumindest, wenn man nicht in einer ganz sicheren, festen Beziehung ist, dann macht natürlich jeder mal Zeit brauchen. Aber so in so einem Dating-Prozess, in dem ihr immer noch seid, auch nach Jahren, ja, war's das. Hätte ich sofort keinen Bock mehr drauf. Ne? Ja. Und so weiter. Sie liebt mich, das merkt sie jeden Tag, aber es ist alles gerade so schwer. Oh. Ja, es klingt schon nach Gaslighting, was jetzt nicht heißt. Also Gaslighting machen viele Menschen, ist einfach eine ganz negative Beziehungstaktik. Ne? Ich sülze den anderen richtig schön voll, damit er das macht, was ich möchte. Und ich denke, sie möchte keine Beziehung, sie möchte einfach die Nebenleistung von Beziehungen von dir, was ist Sex und Aufmerksamkeit. Ne? Hatten wir schon lange nicht mehr. Ja.
und nichts anderes. Die ganze Sache wurde mir etwas suspekt. Ich brach mehrmals den Kontakt ab. Ich schrieb ihr einen Brief, dass ich das nicht möchte. Ja, wenn du es nicht möchtest, dann lass sie einfach in Ruhe und geh. Alles andere ist deine Liebessucht, ne? Dein Pluspol sein, dein, weiß nicht, vielleicht in eine co-abhängige Richtung. Aber du bist da einfach nicht konsequent, weil du da an der Nadel hängst, so, ne? Und da musst du eigentlich bei dir gucken, was ist mit dir, wieso kannst du nicht gehen, wieso musst du dir immer wieder so eine Klatsche abholen von ihr. Sie antwortete, sie war im Krankenhaus eine Woche, weil es ihr so schlecht ging, das glaubte ich nicht. Einmal telefonierten wir, dann war das Gespräch unterbrochen, Tage später sagte sie, das Handy sei im Pool gefallen. Ey, dann denkt man immer, mit dem Kanarienvogel ist ein Witz, aber Handy im Pool gefallen, ach. Aber du machst es auch mit, ne? Ich meine, warum machst du es mit? Also das ist immer dieses Kreisen um den Minuspol ist so fucking sinnlos. Es ist so fucking sinnlos. Ne? Weil du machst es mit. Also spätestens hier weißt du, dass sie einfach nicht loyal ist. Sie ist nicht ehrlich. Und ja, warum machst du es mit? Das ist die entscheidende Frage, ne? Es ging so hin und her, bis sie sagte, sie liebt mich, aber sie kann mir nicht gegen, was ich will. Ja, aber wenn man jemanden liebt, dann gibt man ihm doch irgendwie was, oder nicht? Das macht einfach keinen Sinn. Das ist einfach Gaslighting, ne? Treffen wurde mehrmals abgesagt. Dann hast du versucht, das Geld zurückzubekommen. Ja, das ist ja immer so, dass manche Menschen einen gerne ausnutzen wollen, in diesen toxischen Zusammensetzungen. Und wenn man dann Grenze zieht, dann ist man das größte Arschloch auf der Welt. Das kenne ich auch. Das ist richtig geil. Ja, das ist richtig cool. Habe ich auch schon erlebt. Aber gut, sonst könnte ich diese Arbeit gar nicht machen, wenn ich nicht auch mal sowas erlebt hätte. Daraufhin rief sie mich an und beschimpfte mich als Arschloch. Und das allerletzte, ja, das meine ich, ne? Bin genauso ein Arschloch wie ihr Ex. Ja, der hat vielleicht auch mal irgendwas gewollt von ihr. Danach brach der Kontakt ab. Dann hat sie dir wieder einen Brief geschrieben, dass sie an dich denkt. Warum können sich diese Leute nicht mal mehr Mühe geben, als ich denke an dich, ich vermisse dich. Dann sollst du dir doch das Geld wiedergeben, wenn sie dich wirklich liebt. Aber wie gesagt, du lässt sie auch, ne? Machen immer wieder, ne? Wir sind beide voneinander bestimmt. Oh. Nein. Angeblich vermisste sie mich jeden Tag, jede Stunde und jede Sekunde. Ich kann das bald nicht mehr hören, Leute. Ich kann es bald nicht mehr hören, ey. Oh. Also wenn sie dich vermissen würde, dann wärt ihr zusammen. Also Leute, hört nicht so auf diese Worte. Diese Worte sind komplett sinnlos. Also ich habe mal ein Video gemacht über die Macht der Sprache, aber was vermittelt sie denn hier? Was sie vermittelt, ist Manipulation. Sie einfach, du sollst, weiß ich nicht, aus ihrer Dynamik, gegen die sie scheinbar nichts machen kann, also ihre Psychodynamik, musst du halt im Leben bleiben, vor allem, wenn sie gerade wahrscheinlich nichts anderes hat. Und dann wirst du halt manipuliert, dass ihre Dynamik ist, wie es ist. Also muss man das auch nicht bewerten, aber du kannst für dich bewerten, was du sagst, es tut mir einfach nicht gut. Und ihre Worte sagen nicht das aus, da muss man halt mal hinfühlen, sagen nicht das aus, was die sprachliche Bedeutung ist, wirklich, ne? So. Ich soll an eine Brücke kommen, wenn wir beide da sind, sind wir einander bestimmt. Ach, diese schleimige Sprache, ich. Ach. Also glaube ich auch, ich kann sie nicht mehr hören, ey. Sind wir füreinander bestimmt, wenn wir beide an dieser Brücke stehen, an Checkpoint Charlie, Ost-West-Konflikt, du im Osten, ich im Westen, werden wir ausgetauscht werden gegeneinander? Ja. Ich bin nicht hingefahren. Ja, gut. Hab abgesagt. Super, so geht der Weg. Danach war wieder Ruhe für ein Jahr. Sie sagte immer, sie hätte als Kind nie Liebe bekommen. Ja, hast du vielleicht auch nicht. Trotzdem versuchst du sie, glaube ich, hier nicht zu verarschen. Gut, mit deiner Freundin hast du geklärt und deiner Ex. Hacken wir jetzt mal nicht drauf rum. Aber ja.
hat sie eben die Liebe bekommen. Ja, darf man deswegen in der Welt rumgehen und Leute schlecht behandeln? Wer hat denn schon so viel Liebe bekommen? Also mal ehrlich. Ja. Sie hat Angst vor ihren Eltern. Ja, und? Ja. Dann schrieb sie, dass sie eine Beziehung hat und ihr neuer Freund bei ihr wohnt. Ja, warum schreibt sie denn überhaupt? Also ich denke, sie kann einfach nicht in einer normalen, commercialen Beziehung sein. Sie kann es einfach nicht. Ne? Das muss man auch akzeptieren dann. So, also sie ist in einer Beziehung, aber sie möchte nur mich, ja. Und das ist furchtbar. Alter, Alter, ey. Ich hoffe, wir kommen da alle irgendwann mal raus aus diesen Täter-Opfer-Beziehungen. Ich kann es echt manchmal, es tut weh beim Lesen, wirklich. Das tut mir auch wirklich leid für dich, das ist echt schlimm. Aber wie gesagt, du bleibst auch drin, ne? Super toxisch. Ne? Und es ist einfach Gaslighting, ne? Wie aus dem Lehrbuch. Ne? Ja. Also er schreibt mir zumindest sowas, was man jetzt aus so einer Mail so sagen kann jetzt. Also, so, also ich möchte nur dich. Und da hast du sie gefragt, möchte sie denn eine erotische Beziehung oder möchte sie dich wieder verarschen oder möchte sie eine richtige Beziehung? Sie antwortete, richtige Beziehung. Das kann sie nicht. Und du solltest dich auch fragen, ob du das kannst. Weil, also, wenn man immer zum Beispiel mit Bindungsängsten zu tun hat, muss man sich auch fragen, ob man nicht selber auch ein Thema damit hat. Ne? Nur man lebt es halt im passiven Modus. Ne? Dann ging es wieder los. Insgesamt 8... Steht ihr jetzt ernsthaft? Es ging wieder los und sie hat 8 Treffen abgesagt. Alter, wo sind deine Standards? Wo sind deine fucking Standards, ey? 8-mal ein Treffen, das ist ja keine Frau, hat es verdient, bei dir im Leben zu sein, die 8-mal ein Treffen absagt. Ne, da musst du wirklich bei dir gucken, ne? Im März diesen Jahres hatte ich ein schlimmes Live-Event. Sie schrieb, sie ist immer für mich da. Es ist Gaslighting. Ich muss das einfach sagen. Sie ist nicht für dich da. Gar nicht. Ich will einfach nur, was sie will, Sex und Aufmerksamkeit. Ne? Und Sex scheinbar auch noch nicht mal. Es kam aber nie wirklich Empathie rüber. Sie kann mir das nicht geben, was ich brauche. Ja, das stimmt allerdings. Ich soll keine Drama-Queen spielen. Ja, okay, ihr seid beide im Drama, aber sie ist auch, sie macht doch Drama auf 10, ne? Aber du machst auch mit, ne? Du bist auch ein Drama, ne? Sie kann sich nicht. Nee, warte mal. 3-mal haben wir uns getroffen dann doch und wir hatten auch Sex, aber Sex wurde abgebrochen. Ja, es gibt nichts für dich in dieser Beziehung. Nichts außer deine eigene Fantasie, in der sie scheinbar reinspielt. Ne? Sie kann sich nicht öffnen. Angeblich. Jetzt kommen wieder irgendwas, was ich mal vermute, sind falsche Anschuldigungen, aber ich lese das mal nicht vor. Das kommt auch. Ich weiß es nicht, aber hört sich für mich an nach. Na. Egal. Auf jeden Fall wieder irgendein Grund, warum irgendwas nicht geht. Sie hat mich auch immer alles schlecht gemacht, ihre Arbeitskollegen, ihre Eltern, ihren Ex, ihre Mann, ihre Familie. Ja, wenn, das ist immer wirklich viele Menschen, die so im tiefen Minuspol sind. Klar, die sehen überhaupt nicht ihren eigenen Anteil, sind mal alle anderen böse, schlecht und ja. Aber wie gesagt, du machst mit, ne? Immer wenn ich Schluss gemacht habe, hat sie mich wiedergeholt mit ich liebe dich, Herzchen und du bist der Einzige. Ja, aber warum? Das ist ja einfach nur, das sind einfach nur Worte, die überhaupt nicht durch Taten. Also dein Problem ist, typisches Pluspol-Problem, dass du immer wieder diesen elenden Worten glaubst und einfach nicht auf die Fakten guckst. Die Fakten sind einfach, dass sie dich nicht liebt oder zumindest nicht so, dass sie dich einfach, ja, ich denke, als dass sie einfach Aufmerksamkeit und Zuwendung und Sex von dir will, aber nicht nur von dir. Das kann es nicht mit einer Person. Ne? Das ist ihre Psychodynamik, ne? Und da kannst du auch nichts machen. Also wenn, solange sie damit klarkommt,
und keinen Leidensdruck hat, dann müsst, ja, kannst da nichts machen, ne? Dann war es wieder so weiter, habe ich die Sache wieder beendet. Daraufhin blockierte sie mich. 10 Minuten später war ein Foto von einem anderen Mann auf WhatsApp. Ja, das ist, dann werden immer wieder alle Knöpfe gedrückt. Jetzt der Eifersuchtsknopf, dass man nur wieder in Kontakt geht. Deswegen immer Kontakt abbrechen, keine Informationen, sofort alles löschen, den WhatsApp-Chat löschen, Kontakt löschen, dass man einfach nichts mehr sieht. Ne? Das passiert so vielen, dass einen dann so ein Foto wieder antriggert. Ne? Dann hast du wieder mit einer Freundin von ihr Kontakt gehabt, dann sagt sie wieder, es geht mal nochmal wieder die gleiche Runde. Ja, dann hat sie nochmal kostenlose Übernachtung bei dir abgezogen irgendwie, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, es ist halt sehr egoistisch, egozentrisch, kann man glaube ich schon sagen. Aber sie ist, wie sie ist, bringt nichts, ne? Und hast du sie wieder mit was konfrontiert, es geht jetzt immer so weiter, hat sich wieder beschimpft, hast du wieder Kontakt abgebrochen. Dann wollte sie noch eine allerletzte Chance haben. Dass sie alles beendet hat und sie hätte schon, dann soll sie erstmal das Geld wiedergeben, wenn sie alles so bereut. Sie hätte schon längst machen sollen, hat sie gesagt, sie würde am nächsten Tag oder übernächsten Tag kommen. Sie kam nicht. Was soll man sagen? Es läuft, sie ist es einfach nicht. Lass sie in Ruhe, lass sie einfach komplett in Ruhe. Geh auf Nullkontakt, mach deine Arbeit, mach vielleicht eine Therapie, mach vielleicht mal eine Kurse, mach Modul 0, brich den Kontakt ab, kein Kontakt, keine Informationen. Arbeit an der Selbstliebe, kümmere dich um dich, kümmere dich um dein inneres Kind. Lass diese Frau in Ruhe. Für immer. Ne? Lass sie einfach in Ruhe, lass sie ihr Leben leben und lass los. Sie tut dir einfach nicht gut. Ne? So. Ich wollte noch mein Geld zurückhaben. Ja, das kannst du vergessen. Was ich vergessen hatte, das, ja, sie hat dann scheinbar erstmal nicht bezahlt, dann kam nur so ein Kleckerbetrag und so weiter. Ja, sie will dich auch damit wahrscheinlich wieder, sie will dich einfach nicht aus ihrem Leben lassen, aber nicht, weil sie dich so liebt, sondern weil sie auch so abhängig ist, ne? Aber das ist nichts Gutes, also ihr tut euch einfach nicht gut. Lass sie in Ruhe. So, und 2000 Euro, also es gibt Leute, die verlieren Hunderttausende in toxischen Beziehungen. Hunderttausende. Also klar, wenn du da irgendwas Schriftliches drüber hast, dann geh zum Anwalt, hol dir die 2000 Euro. Aber wenn du nichts hast, dann lass es los. Okay. So. Ja, dann hast du ja gesagt, dass du, wenn sie das Geld nicht zahlt, dann wird sie ihre Eltern kontaktieren. Ja, scheinbar seid ihr auch, weiß ich nicht, wie alt ihr seid. Ja, kannst du machen, aber es ist alles wieder Kontakt, ne? Also ich würde das loslassen und an mir arbeiten. Daraufhin schrieb sie, ich soll das nicht machen, sie wird es überweisen. Hat sie natürlich wieder nicht. Ja, das ist meine Geschichte, ein bisschen konfus, ein bisschen viel. Aber ich hoffe, du kannst mir folgen. Bin ich auch in eine toxische Frau reingefallen? Ja, reingefallen. Du hast mitgemacht, also reingefallen kann man vielleicht am Anfang sagen, aber nicht nach so vielen Runden, da muss man auch wirklich überlegen, was mache ich hier eigentlich. Und ich würde es mittlerweile, ich mag einfach nicht gerne sagen, dass ein Mensch toxisch ist, aber diese Beziehung ist hochtoxisch, ihr Verhalten ist hochtoxisch. Aber ehrlich gesagt ist sein Verhalten auch sehr abhängig, liebessüchtig und ja, solltest da dringend um dich kümmern, wie gesagt, habe ja schon gesagt, welche Möglichkeiten ich da so sehe. Also kümmere dich um dich. Also dir geht es da bestimmt nicht gut mit. Das tut mir auch wirklich leid, das glaube ich. Aber diese Frau ist einfach Kokain für dich, ey. Lass sie los, ey. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.